Hallo, meine liebe Zuschauer, ich heiße Elena und ich bin Hobbygärtnerin. Ich habe keine Gärtnerausbildung, nur schon von klein habe ich Großeltern geholfen beim Pflanzenzüchten. So, das waren überwiegend natürlich Gurken, Tomaten und ganz einfache, keine exotischen Pflanzen. Das war natürlich schon lange her. Und manche fragen, ob ich meine jungen Pflanzen mit irgendwas dünge. Wissen Sie, meine liebe Zuschauer, wenn die Pflanzen so grün, so schön aussehen, wenn die so gut wachsen zum Beispiel, ja, da habt ihr gesehen, größere Paprikapflanzen, da ein bisschen kleinere, aber die noch wachsen werden. Da zum Beispiel Studentenblumen, die sind auch so gut gewachsen und da werden die sogar bald blumlich haben. Da habe ich ganz wenig, aber Aubergine-Pflanze. Da kann man sagen, verschiedene Pflanzen im Raum, im Halbkeller, so Raum. Und da, warum muss ich die düngen, wenn die so schön, so kräftig aussehen? Aber im Notfall, wenn unbedingt man möchte, man kann natürlich düngen. Aber ich bin der Mensch oder Gärtnerin, die überhaupt keine Chemie mag. Und die Gärtner, natürlich Spezialisten und mehrere Ausgebildete in dieser Richtung Menschen sagen, dann nimm mal diese Blaukorn und ganze Chemie kommt dann Reihe nach, das für das, das für das. Das mag ich überhaupt nicht. Wenn schon Dünger verwenden, wenn ihre Pflanzen so schwach aussehen oder haben irgendwelche Blätter, die nicht grün sind oder so vergilbt ein bisschen, Pflanze ist total dünn und schwach, da kann man natürlich Düngung geben. Ich erkläre jetzt, wie ich das mache. Nur überwiegend für euch, um zu zeigen, aber meine Pflanzen, die sehen ganz normal aus. Ich habe gute Aussaaterde immer genommen. Ich glaube, gute Pflanzerde weiterverwendet. Wenn ich pikiere, nehme ich ein Teil Komposterde und drei Viertel Pflanzerde. Pflanzerde kaufe ich manchmal in Thomas Philips, manchmal im Supermarkt. Das ist aber die beiden, die gefallen mir. Weiche, so gute Erde, denke ich mal. Also, ihr seht doch, dass die Pflanzen gut aussehen, ja? Und deswegen, das sagt schon alles, wenn die Pflanzen gut aussehen. Und da brauche ich bis zum Gewächshaus oder Freiland manchmal überhaupt keine Düngung. Nicht manchmal, fast immer verwende ich keine Dünger. Aber dieses Mal habe ich für euch was gesammelt. Hier habe ich extra die Pflanzen genommen, um ihnen zu zeigen, was ich einmal in der Woche so mache. Diese Pflanze ist schon, die Erde hier ist nass. Vielleicht sieht man schlecht, aber ich sage Ihnen, ich warte normalerweise, die Paprika-Pflanzen sind, jungen Pflanzen sind sehr empfindlich. Wenn zu viel Wasser die bekommen, die sind sehr empfindlich und können kaputt gehen. Mit Paprika immer total vorsichtig sein. Mit Tomaten ein bisschen weniger. Und mit Gurken, da ist am leichtesten. Schaut ihr mal, ich habe fast sehr trockene Erde. Die hat schon sogar diese Kruste oben. Die muss man zerbrechen. Das ist Luft.
Sauerstoff kommt zu Wurzeln. Aber ich warte immer, bevor ich gieße, ich warte immer auf diesen Moment, wo die Erde fast total austrocknet. Das ist normal. Und das muss sein, weil die Paprikapflanzen verzeihen uns nicht, wenn wir zu viel gießen. Und so mache ich Lockerung. Die trockene Erde, Lockerung, überall jetzt, in jedem Topf. Jetzt gieße ich natürlich jede Pflanze. Und jetzt sehe ich, dass in jedem Topf noch Platz ist. Da kann frische Erde noch dazu geben, weil die Erde runtergesackt ist. Und jetzt wir geben diese frische, lockere, sehr luftige Pflanzerde. Und da, so beim Gießen, wird sich nicht mehr diese Kruste sich bilden. Da hat sie gebildet bestimmt wegen, weil ich ein bisschen zu viel die Erde, eigene Erde genommen habe aus dem Kompost. Und nächstes Mal kann man von unten auf Blech gießen. Und da von unten wird die Pflanze Wasser holen. Natürlich in jedem Topf gibt es genug Löcher dazu. Mit Wurzeln kann Pflanze auch holen Wasser. Und das war's. Mehr habe ich mit meinen Paprikapflanzen im Laufe dieser Wochen und Monaten nichts gemacht, außer dass ich im Februar und Januar im März kann man sagen, schon überwiegend unter Anzugslampe gehalten habe. Und sonst gute Erde, richtiges Gießen, richtige Gießerei und war's. Aber jetzt erzähle ich über Dünger. Jetzt habe ich überall mit Erde bedeckt, bis zum oben hin. Und jetzt bestimmt für eine Woche kann ich die Pflanzen in Ruhe lassen. So, die wachsen hier bei ungefähr 5 plus 15 Grad im Raum. Da im Eck im Garten wachsen die jungen Pflanzen von Brennnessel. Und das, mehrere wissen schon, Brennnessel, das ist sehr guter Dünger. Man kann erstellen guten Dünger oder Jauche, wie man nennt, für unsere jungen Pflanzen, wenn man die Dünger braucht. Ich werde Ihnen zeigen gleich, mit was ich dünge. Da ist der große Eimer und heute habe ich einfach Gras geschnitten, so klein geschnitten, ein bisschen. Das ist so ungefähr ein Viertel davon, was ich auch geschnitten habe. Das ist junge Brennnesselpflanzen. Die gebe ich auch in diesen Eimer. Der Eimer wird fast voll. Das ist wirklich voll. Jetzt brauche ich nur Wasser. Am besten, wenn man Regenwasser nimmt. Ich habe die Pflanzen jetzt mit Wasser bedeckt und so müssen sie 4-5 Tage im warmen Zimmer stehen bleiben. Natürlich, wenn es warm ist, wenn die Sonne mehr da ist, dann fermentiere ich grünen Schnitt unter Sonnenstrahlen. Aber jetzt ab morgen ist kalt und deswegen trage ich ins Zimmer und lasse dort stehen. Und in 5 Tagen kann ich das Getränk, Konzentrat
verwenden schon. Hier habe ich Holzasche gewogen. 20 Gramm Asche für 1 Liter Wasser. Hier sind 160 Gramm und im Eimer nehme ich 8 Liter Wasser. Und muss man alles gut verrühren und dann einen Tag, eine Nacht stehen lassen. Und hier sehen Sie Konzentrat. Das ist noch nicht ganz fertig. Das steht hier einmal leider in der Wärme muss das stehen, im Zimmer. Es gibt schon Geruch, aber das ist noch nicht extrem. Das ist so ganz leicht noch. Gegen Geruch kann man Urgesteinsmehl verwenden. Das ist so Pulver. Da kann man in Eimer reingeben und alles umrühren. Und da rühre ich natürlich auch jeden Tag. Das ist hier, wer Video von Anfang an geguckt hat, da habe ich geschnitten kleine Brennnesselpflanzen und kleine Graspflanzen. Und in anderem Eimer ist bei mir Aschen, Holzasche mit Wasser verdünnt, 20 Gramm für 1 Liter. Die sind die wichtigsten. Die wichtigste Nahrung für junge Pflanzen. Ich wiederhole nochmal, wenn eure Pflanzen gut aussehen, die sind kräftig, Stängel sind dick, haben die so gesunde, smaragdgrüne Blätter oder ein bisschen sogar dunklere, so dunkelgrüne Blätter, dann braucht ihr gar nichts, keine Dünger geben, bis die Pflanzen weiter im Gewächshaus wachsen werden oder im Freiland. Das reicht denen erst Aussaaterde und Pflanzerde, was beim Pikieren. Aber wenn die Pflanzen nicht gesund aussehen, da kann man die zwei wichtigsten dieser Nahrungsmittel verwenden. Nur das Konzentrat bekomme ich nach 5 Tagen so ungefähr und dann muss ich unbedingt verdünnen, weil das ist zu stark wird für kleine Pflanzen noch. Wir warten noch ein paar Tage. Und jetzt habe ich ein bisschen Urgesteinsmehl da verrührt, dass ich keine Gerüche im Zimmer haben werde. Ich habe die Pflanzen, die sehen Sie bitte, schauen Sie bitte, vergilbte Blätter überall, nicht nur untere, in Entwicklung schlecht entwickelte, irgendwie sehr schwache. Und die sind die Pflanzen, nicht meine, die habe ich bestellt. Die waren ganz klein, ich habe die bestellt schon bestimmt 1,5 Monate vor. Und warum habe ich bestellt, obwohl ich selber genug Tomatensamen habe? Ich möchte nur wissen, wie man Sendung verpackt mit frischen Pflanzen, mit lebendigen Pflanzen. Und ich habe festgestellt, das ist fürchterlich, was für Stress die erleben, diese Pflanzen. Und dann entwickeln sie sich weiter sehr schlecht, deswegen mit Versand Jungpflanzen, das ist schlecht. Das muss man nur im Notfall machen, die vielleicht wegen Stress bei Lieferung sind die so schlecht entwickelt geblieben. Oder, ich weiß nicht, oder die Samen von Anfang an waren schlechte, weil die sind fremde Samen, aber egal. Hauptsache, die Pflanzen brauchen wirklich irgendwelche Düngung, irgendwelche Hilfe. Und wir werden ihnen geben, diese Dünger. Zuerst muss man gut gießen. Ich habe schon gestern gut gegossen, deswegen mache ich klein bisschen nur erfrischen. Und die sind total gut nass, die drei letzten. Na gut, Kleinigkeit gebe ich noch dazu. Man muss
erst die Erde gut befeuchten. Das haben wir gemacht. Schauen Sie nicht, dass ich heute so wenig Wasser gegeben habe, weil ich gestern sehr gut gegossen habe. Also wir gießen ganz gut, befeuchten wir die Erde. Und jetzt in diesem Eimer ist Holzasche mit Wasser. Und dann nehme ich natürlich so viel ich brauche, diese Lösung. Die ist fertig, nach einem Tag schon fertig. Und jetzt gieße ich auch nicht viel natürlich mit diesem Holzasche-Lösung oder wie das heißt. Und jetzt höre ich auf für eine Woche. Den zweiten Dünger gebe ich nur dann, wenn hier die Erde trocken wird. Und ich zeige schon natürlich Ihnen, wie ich mit dem anderen Dünger umgehe. Aber schaut ihr bitte, ich habe schon die anderen Pflanzen genommen. Holzasche-Lösung habe ich bei Tomaten, bei ungesunden, kann man so sagen, Tomaten gegossen. Und hier sind ganz gesunde Paprikapflanzen. Natürlich, Naturmittel, Biodünger wird nie den Pflanzen schaden. Man kann so lassen, man kann gießen. Und zuerst trockene Erde gieße ich mit Wasser. Da steht mein Konzentrat. Das ist der erste Konzentrat in diesem Jahr, was ich gemacht habe. Was habe ich verwendet? Natürlich die jungen Pflanzen. Habe ich Brennnessel gesehen, habe ich ein bisschen Gras abgeschnitten, kleiner geschnitten, mit Wasser nur bedeckt. Aber das ist ein bisschen anderes, was ich im Sommer mache. Im Sommer Grasschnitt, klein gehackt, klein geschnitten, fermentiere ich unter Sonnenstrahlen. Aber das werdet ihr später sehen. Wenn genug Gras daraus wächst und dann kann man Gras mähen, das ist bestimmt im Mai oder Ende Mai, zeige ich natürlich Ihnen. Aber sowas natürlich kann man auch machen. Irgendwelche, das muss nicht unbedingt Brennnessel sein, irgendwelche grüne Pflanzen, die Unkrautpflanzen, einfach kleiner geschnitten und mit Wasser bedeckt. Heute steht schon 4 Tage und das kann man schon verwenden, aber auf gar keinen Fall muss man so puren Konzentrat nehmen. Ich nehme immer Urgesteinsmehl, habe ich gestern gemacht, reingetan in Eimer, so eine Faust. Das ist Naturelement, da steht natürliche Urgesteinsmehl, natürlichen vulkanischen Ursprung hat für den Garten. Und man muss Konzentrat verdünnen. Dafür nehme ich Wasser voll, 5 Liter Gießkanne. Nicht ganz voll, aber bleibt ganz wenig da Platz. Und nehme so Joghurtbecher. In diesem Joghurtbecher, das ist so ungefähr 500 bis 700 Milliliter Konzentrat ist drin. Nehme ich und gebe dazu. Und so ist es verdünnt. Und mit dem kann man gießen. Natürlich, diese Gießkanne bleibt hier stehen. Die ist zu groß. Und ich nehme ich diese Lösung, schon verdünnte Lösung, in kleine Gießkanne. Dieser natürliche
grüner Dünger ist ähnlich, was ich im Sommer mache. Und natürlich kann man auch ihn der weltbeste Dünger nennen. Und mit diesem weltbesten Dünger aus jungen Brennnessel und Gras und Unkrautpflanzen gemacht, mit Wasser verdünnt, gießen wir jetzt Paprikapflanzen. Obwohl, die sehen sehr gut aus. Dieses Mittel wird niemandem schaden. Ich kann gießen, ich kann nicht gießen, aber natürlich, ich gieße jetzt mit diesem Dünger, um Ihnen zu zeigen. Und man darf nie hintereinander mit grünem, mit weltbestem Dünger und mit Aschen sofort an einem Tag bearbeiten, die Pflanzen, die Jungen. Da muss man schon Abstand halten. Jetzt wird die Erde austrocknen mit der Zeit, nach einer Woche oder 10 Tage. Und dann nicht eher als 2 Wochen werde ich dann diese Paprikapflanzen, kann man nach 2 Wochen mit Holzaschenlösung bearbeiten. Und die anderen, die Tomaten, die ich heute mit Holzaschenlösung bearbeitet habe, ungefähr auch nach 2 Wochen kann man mit grünem Dünger bearbeiten. Mal schauen, ob die gelbe Blätter bei Tomaten grün werden oder werden sie sich besser dann wachsen. Was wird mit Paprika jetzt passieren? Schauen wir mal. Nur merken wir, heute am 6. April habe ich die Pflanzen bearbeitet.